Gipfeltreffen in der zweiten Damenbundesliga Nord. Der Tabellenzweite 1899 Blau-Weiß Berlin empfängt den Dritten, den Marienburger SC aus Köln. Die Kölnerinnen kommen mit viel Selbstbewusstsein nach Grunewald. Am Freitag erst hatten die Domstädterinnen das Team vom LTTC Rot-Weiß mit 6:3 besiegt. Doch die Damen von Blau-Weiß sind vorgewarnt, führen nach den ersten drei Einzeln mit 2:1. Im zweiten Durchgang kann dann allerdings lediglich Shinnet Lone ihr Spiel gewinnen. 3:3 unentschieden, also nach den Einzeln. Jetzt müssen die Doppelbegegnungen entscheiden. Kein Grund allerdings für Teamkapitän Michael Brandt nervös zu werden. Ja, ich denke, dass wir da ganz gute Chancen haben in den Doppeln, das hier zu gewinnen. Auf jeden Fall haben wir mit der ehemaligen Weltranglisten Erste im Doppel, mit Květa Peschke, eine super Spielerin. Und Sina Schreiber-Göllner kommt jetzt auch ins Doppel rein, die nicht Einzel gespielt hat. Und ich denke, dass wir da sehr gute Chancen haben. Und die Zuversicht ist gerechtfertigt. Mit Doppelexpertin Květa Peschke in den Reihen der Blau-Weißen scheint der Ausgang dieser Partie nur Formsache zu sein. Die Wimbledon-Siegerin von 2011 und ihre Doppelpartnerin siegen dann auch erwartungsgemäß souverän 6-2, 6-4. Mit den Mädels kennen wir uns alle sehr gut, also es ist fast egal, wie wir aufgestellt sind. Wir sind super doppelstark, waren wir die ganze Jahre und das beweisen wir immer wieder. Weil zuvor allerdings bereits Lone Gerveles ihr Doppel verloren hatten, fällt die Entscheidung der letzten Begegnung. Hier haben es die Berlinerinnen Anna Klaasen und Sina Göllner-Schreiber mit dem Kölner Duo Hering-Kamecke zu tun und tun sich anfangs schwer. Nach Satzverlust zum Auftakt können die Blau-Weiß-Damen den zweiten Satz aber mit 6:1 deutlich gewinnen. Die Entscheidung muss im Match-Tiebreak fallen. Am Ende aber auch das mit 10:6 eine deutliche Angelegenheit. Eigentlich war uns auch ziemlich klar, dass wir die Besseren sind und zum Schluss war es klar, Champions Tiebreak ist immer ein bisschen Lotterie, aber ich glaube, wir haben das ganz verdient gewonnen. Nächste Woche geht's dann noch im Stadtderby gegen Rot-Weiß Berlin. Und vielleicht, wenn Essen patzt, dann spielen die Damen vom TSC 1899 Blau-Weiß Berlin in der kommenden Saison sogar erstklassig.